Haben wir überhaupt 1000 Elixit? Nein, haben wir nicht. Nee, weißt du was? Wir machen das nicht richtig. Wir machen hier einfach... Hier ist eine Person. Zack, das passt. Ich will den eigentlich wirklich... Ach, ich will unsere Zerstörung mal steigern. Naja, gut. Dann müssen die halt dran glauben. Lump! Ja, okay. Oh! Voll übersehen. Entschuldigung. Da war doch gerade richtig schön Bewegung im Spiel. Oh, ich will den Bogen. Gib, 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 gib. Hier kann ich durchgreifen. Irgendwo? Jawohl. Ist hier ein größerer Aufwand? Nö. Ich müsste nämlich noch einiges an so Monsterherzen sammeln. Für unsere stärkeren Tränke. Au. Oh, es wird immer dunkler, das Licht, habe ich das Gefühl. Das ist ja eklig. So, maybe ein Kartenstück hier, so, irgendwo. Nee. Nur religiöse Symbole. Das mir. Ja, perfekt, sowas brauche ich. Guck mal. Bergtroll. Mit seinen zwei Freunden. So, ach, die haben große Hörner, okay. Bam. Und das Vieh ist vergiftet. Auch ich habe keine Ahnung, was das Gift bringt. Weil so viel Damage ist es nicht, was das Gift macht. Naja. Netter kleiner Bergtroll. Man kriegt ein bisschen Zeug. Arg weit in den Osten geht es auch nicht mehr rein. Also weiß ich gar nicht, ob es sich hier lohnt, oben rumzulaufen. Oder ob da dann nicht gleich irgendwie so Kältestrahlung oder Gift kommt. Wobei es doch hier dann safe auch noch irgendwo einen zweiten Bergtroll geben wird. Oder... Du verdammter Lump! Alter, warum nennen mich Lump? Das Teleporter. Naja. Oh, da stehen ja noch zwei. Sekunde, Jungs, muss kurz looten. Bin gleich für euch da. Ah, nee, Elex-Ader.
Okay, machen wir schnell die. Nur kaputt. Die machen mir echt nicht viel Damage, also ich brauche gar nicht wirklich wegrollen. Sehr schöne Sache, weil die geben echt nicht zwangs... Also man wird nicht reich durch die Typen. Aber man kriegt doch ganz gut ein paar Ersparnisse zusammen. Gabel. Blaster Disaster. Ah, ein Haufen Zigaretten. Na gut, ich meine, die haben den ganzen Tag auch nichts zu tun, außer zu rauchen. Von dem her. Ah, guck mal, wer da steht. Da haben wir den nächsten Troll. Dass es auch noch ein bisschen auf der Aufnahme dabei ist. Wie wir die mitnehmen. Habe ich ihn gelootet? Ne, jetzt. Oh. Ja gut, man muss nicht immer treffen. Treffen ist hart überbewertet. Gut, dann machen wir mal ein bisschen weiter mit dem produktiven Teil. Wir laufen den gelben Pfeilen nach. Gehen dann zum Reaktor. Ich habe Bock, den mal zu erkunden. Also ich habe schon teilweise einen, bin ich ein bisschen tiefer reingegangen, offscreen. Und ich hatte wirklich Bock, das jetzt mal onscreen zu machen. So ganz her, zu du. Erkunden. Ich habe echt wahnsinnig Angst und Respekt vor den Gasflaschen. Granatenkiste, Elixid. Alles schön schnell einstecken. Ah, cool, die legen Fleisch auf die Autohaube. Ich weiß nicht, ob das so eine Art Herdfunktion dann übernimmt. Keine Ahnung. Und dann ist nur noch ein einzelner Wegelager da am Arsch. Ein gezähmter. Da haben wir wahrscheinlich mal die Gruppe besiegt und den irgendwie übrig gelassen. Anders kann ich mir dann nicht wirklich erklären. Das Ding will mich gleich anfallen, ich weiß, aber...
Ich hatte da gerade nicht so Bock drauf. So, guck mal, hier ist noch so ein Aussichtspunkt. Ja, ist eine nette Aussicht. Also wäre das hier nicht das versiffteste von allen Ländern, fände ich das hier echt ganz, ganz schön, die Aussicht. Naja. Aber ist hier nicht nochmal ein Teleporter? Warte mal, wir sind... Ja, okay, der war schon weit unten, ne? Hier, hier gibt's safe nochmal einen. So. Ich habe auch schon, schon zwei neue Gegnerarten kennengelernt. Ich tue danach also ganz überrascht, dass ich die noch nicht kennen würde. Ne, Quatsch. Also, einmal dieser Behemoth, das ist quasi so ein Unhold, aber in dieser Skyend-Version. An sich nichts Besonderes. Der kann auch so eine Art Schallwellenangriff, aber der hat mich noch nie getroffen. Also, ich weiß nicht genau, wie der funktioniert. Und dann gibt es noch, irgendwie... Rocket Launcher-Viecher, die sind gänzlich neu. Kann ich gar nicht so erklären, was mit denen abgeht, weil deren Angriffe, wofür die ausgelegt sind, sind extrem schwach. Deren Nahkampf-Notfallangriff, der ist extrem stark. Also, ja, I don't know, kann ich nicht erklären. Aber hier gibt es erstmal fett dunkles Elex für uns und I love it. Weil von normalem Elex sind wir ganz gut bedient mittlerweile. Das Dunkle brauchen wir jetzt für unsere Tränke. Dementsprechend ist es mehr wert. Oh! Eine Rolle kann der Junge machen. Der ist ja was Besonderes. Mensch. Und du wirst noch als Feind angezeigt. Okay, ja. Es ist hart, Buggy. Und irgendwie sehe ich immer noch keinen Schnellreisepunkt. So, bei dem muss man aufpassen, weil die... Ich weiß nicht, ob die jetzt noch one-shotten können. Zumindest nicht mit dem Angriff. Okay, da habe ich einen Angriff zu viel gemacht. Schade war's.